sammelte sich oft das selbst mit seiner Liebe. Dann, Judas, zu sich hatte genommen die Schar und der hohen Priester und Pharisäer die, kommt dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wie sucht ihr? Sie antwortet die: Jesus von Nazareth. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte sie aber mal: Wie sucht ihr? Sie haben sprachen: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich hab's euch gesagt, dass ich sei. Suchet ihr bei mich, so lasset diese gehen.
Ich zu entfinden, ich
mit der Tür hinter mir und führte Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrum: Bist du nicht diese Menschenlänge Mann? Er sprach: Ich bin's nicht. Es stunden habe die Knechte und Diener und hatte ein Chor vorgemacht, denn es war kalt und wärmete sich. Petrus habe stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesus um seine Jünger und um seine Liebe. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet für perfekt. Ich habe alle Zeit geredet in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zu Samuel kommen, und habe ich sie verborgen geredet. Was fragest du mich? Warum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbige wissen, was ich gesagt habe. Als habe solches Rede, gab der Diener eine, die dabei stunde, die Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du den hohen Priester also antworten? Jesus habe antwortet: Hab ich eben geredet, so beweis es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du mich? Zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm: Es ist ein Licht, es ist ein Licht, es ist ein Licht, des dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Sei
Thank you.
Thank you.
dass ich keine Schuld an ihm finde. Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid und er sprach zu ihnen: Siehe, welch ein Mensch! Da ging die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie.
Thank you.
Durch
und durch. Da sprach sie untereinander. Sie füllen den Abend einen Schwamm mit Essig und
und legten ihr einen Hisopen und hielten es ihm dar zum Munde. Da Jesus, den es sich genommen hatte, sprach thank you.
Thank you.
selbigen sagt, der Bastard war sehr groß. Baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie haben genommen würde. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern die Kriegste der Heine öffnete seine Seite mit einem Speer. Und also bald ging Blut und Wasser aus, und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr. Und derselbige weiß, dass er die Wahrheit saget, ob das ihr glaubet. Denn sollte es geschehen, ob das die Schrift erfüllet würde, ihr sollet ihm keine Bein zerbrechen. Und aber was spricht eine andere Schrift? Sie werde sehen, in welchen sie gestochen haben. Abnehmen die Leib am Jesu und Pilatus erlangen.